Gummy like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ja, klare Sache, ich bin morgen live, Leute. Ich bin morgen live, 16:30 Uhr, seid dabei, Leute, wird wild. Wir werden absolut reingehen, viel angespart, viel zu öffnen. Ihr seht ein paar Gems am Start, ihr seht ein paar FIFA-Points am Start, ihr seht 28 Millionen. Und was ihr jetzt auch gleich sehen werdet, jawohl, ich habe noch ein paar Umtauschpacks auf jeden Fall am Start. Wir werden viel machen, wir werden viel öffnen. Ich habe ein paar Urlaubspunkte noch so angespart. Wir kommen Touristenpass weiter. Ich glaube, da kriege ich vielleicht sogar, wenn ich gut bin, vielleicht sogar hier noch die 5000 Punkte mit. Also da habe ich dann auf jeden Fall ordentlich was am Start. Ich habe jetzt noch schon 200 Punkte, werden noch viel, viel mehr. Ich habe noch im Pass was abzuholen, alles mögliche, Leute. Wir können sehr viel abholen, Leute. Seid morgen dabei, wird absolut wild. Ihr seht das ja, hier gibt es nochmal ordentlich was zu holen und es wird auch noch mehr zu holen sein, Leute. 1400 Gems, ihr wisst ja, da gibt es bestimmt nochmal ein schönes Rui Costa Pack Opening, alles mögliche, Leute, absolut geil. Morgen 16:30 Uhr seid dabei, Ankündigung müsste vielleicht sogar schon draußen sein, also gönnt euch auf jeden Fall, Leute, gönnt euch auf jeden Fall, so sieht's aus. Okay, Leute, so, wir gehen erstmal rein hier ins heutige Video natürlich und dafür, ja, gehen wir einfach erstmal ins Event, Leute. Erstmal rein ins Event. Ich habe heute schon gut gespielt, ich habe heute schon alles Mögliche abgeholt und ich habe nämlich auch vor, hier beim Scouting nochmal ordentlich reinzuhauen. Also wir machen ja auf jeden Fall morgen im Video ordentlich was auf und ich finde das tatsächlich ein bisschen blöd mit der Spielerwahrscheinlichkeit nur so, dass es ab Phase 2 immer so langsam halt hochgeht. Aber ich habe deshalb nochmal Bock, so richtig nochmal ein bisschen alles Mögliche, alle Möglichkeiten irgendwie, die es gibt, um Scouting-Token zu bekommen, nochmal mitzunehmen. Weil ich habe schon mal nochmal irgendwie Bock, in Phase 3 reinzukommen. Ich weiß nicht, ob das noch Free-to-Play überhaupt möglich ist, aber mit ein bisschen Glück ist es wahrscheinlich sogar irgendwie noch, ja, machbar, dass man da die Phase 3 kriegt. Weil ich hätte schon richtig, richtig Bock auf so ein Saint-Maximin. Der wird stetig billiger, das ist auch gut, weil der als fürs Stoichkov wäre schon eine gute Sache. Wäre schon eine richtig, richtig gute Sache. Auch so ein Savage natürlich wäre auch interessant in der Innenverteidigung, aber da habe ich eigentlich jetzt schon ganz gute Spieler, da brauche ich eigentlich nichts Neues in der Innenverteidigung, aber ja, dieser Savage, der interessiert mich schon, muss ich ehrlich sagen. Nicht der Savage, huch, das war's komplett. Nein, der Saint-Maximin, Leute, der Saint-Maximin. By the way, habe ich auch Sommerreisepass jetzt abgeschlossen. Das werden wir uns natürlich auch dann morgen noch holen. Kriege ich auch nochmal ein paar Scouting-Punkte, darf ich nur nicht vergessen. Genau, als nächstes kommt dann noch Griechenland und alles Mögliche hier, Türkei und ach, alles, alles Mögliche hier. Bis dann Upamecano am Start ist, das ist auch sehr, sehr wild. Ja, wie habt ihr wahrscheinlich alle schon mitbekommen, es gibt nämlich auch nochmal hier was ganz Schönes. Unai Simon gibt es ja hier. Der ist nur 3 Tage am Start. Ich glaube, wenn ihr das Video seht, ist er noch 2 Tage da. Ja, da müsst ihr halt auf jeden Fall schnell sein. Klare Sache. Ja, denn es gibt hier auch ein interessantes Zeug, was man hier reinhauen muss. Und ich habe das alles mal ausgerechnet, geschaut, was ist das Billigste, was man machen kann. Und ja, ich würde euch einfach mal das Ganze zeigen, was ich alles so rausgefunden habe. Ich habe überall die billigsten Spieler rausgesucht und ich habe auch insgesamt ausgerechnet, wie viel das dann kosten sollte. Aber ich gehe natürlich davon aus, dass ihr selbst nicht alles euch noch kaufen müsst, sondern dass ihr selbst auch ein paar Spieler im Verein habt, dass es im Endeffekt halt bei euch nicht so teuer wird, wie ich jetzt ausgerechnet habe. Also, let's go, ich kann euch das Ganze mal zeigen. Ich habe auch die Leute auf die Beobachtungsliste gesetzt. Also, hier, ihr braucht den billigsten, also 86 Plus Spieler braucht man, glaube ich, 15 Stück oder so, Programmspieler. Und da habe ich gesehen, der billigste von allen ist halt Vecsey, wie auch immer. Den 15 Mal holen und dann habt ihr es eigentlich erstmal schon. Dann, als nächstes Programmspieler Biragi. Biragi, auch interessant, braucht ihr 6 Stück davon. Ist der billigste, 90er, auch 91er und 92er ist auf jeden Fall da der billigste Eventspieler. Den ganzen Lachs 6 Mal kaufen und dann habt ihr auch das abgeholt. Dann braucht ihr noch 2 Spanien-Spieler und da ist Mbarba der billigste. Fragt mich nicht warum, aber irgendwie ist er der billigste halt so gewesen. Genau, also den auch 2 Mal kaufen. Den müsst ihr 2 Mal kaufen und dann der billigste 95er Spieler ist tatsächlich Kluivert. Kluivert für ganze 3,5 als niedrigsten Preis, Mittelpreis ist 3,7.
geiles Zeug, könnt ihr euch mitnehmen, wenn ihr Bock habt. Kloibert kann man auf jeden Fall machen und den braucht ihr dreimal. Das heißt, ich habe das jetzt alles mal ausgerechnet, also wie viel das sein würde. Tatsächlich gibt es nichts, was billiger ist, aber das kommt natürlich hier wirklich nur für Leute, die gar nichts haben. Die gar nichts im Verein haben und die auch so, die alles sich noch kaufen müssen. Für alle, für Leute, die sich wirklich alles kaufen müssten, wären das 17.031.000. 17.031.000. Da kommt entweder noch ein bisschen mehr dazu, weil bei vielen Spielern gibt es keine richtige Verkaufsmenge. Das muss man natürlich auch beachten. Und, oder eben, es ist weniger, wenn man eben schon ein paar Spieler, zum Beispiel hier, ihr seht ja meine Spieler, ich habe ja schon ein paar Eventspieler schon mit am Start, ein paar 90er hier. Dann hier ein paar 89er, 88er, Niklas Wilson Sommer habe ich auch, aber der ist ja sowieso so gestiegen. Da, falls ihr das Video von gestern nicht gesehen habt, Leute, gönnt euch das, da habe ich nämlich ordentlich investiert und sieht sogar ganz gut aus zurzeit für mich. Das ist wirklich absolut geil. Ich glaube, nach meinem Video ist hier, der ist ja komplett in die Höhe gegangen. Huch. Also 214.000 habe ich jetzt, glaube ich, schon Gewinn gemacht, auch mit den 10%. Na, nee, mit den 10% ist das schwierig, aber da habe ich auf jeden Fall jetzt schon Gewinn gemacht mit den ganzen Sommern. Das ist geil, oder? Absolut geil. Ja, da habe ich auf jeden Fall gut investiert. Genau, also insgesamt 17.031.000, wenn ihr keine Spieler selber reinballert. So sieht's auf jeden Fall aus. Dann, Leute, hat EA tatsächlich... Das wird so sein, es gibt zwei Events gleichzeitig, oh mein Gott, also, das ist der absolute Wahnsinn, wann gab es das denn bitte das letzte Mal, das ist absolut geisteskrank, unfassbar, ja, und zwar haben wir nämlich ein neues Event angekündigt bekommen mit einem tollen Bild, das kann ich euch gerne das Ganze mal hier auch einblenden. Und dazu hat EA geschrieben, wer sehnt sich noch nach Strand, Wellen, Sonne? Es ist perfekte Zeit für einen tropischen Kurzurlaub. Das heißt auch wieder sowas Mäßiges. Ja, irgendwas mit Sommer, vielleicht auch irgendwas, was es noch gar nicht gab. Ihr seht ja hier die Muschel mit dem Ball drin. Also irgendwelche Sommerspieler, vielleicht auch Spieler, kann ich mir vorstellen, die nicht aus Europa kommen, sondern keine Ahnung, Spieler aus Südamerika oder irgendwie sowas. Sowas könnte ich mir da echt gut vorstellen. Das ist halt, ja, weil wir haben ja jetzt hier Sommerurlaub Europa und das ist dann vielleicht, keine Ahnung, Sommerurlaub Südamerika oder irgendwie sowas wird, dass es einfach so ein Nebenevent gibt oder wird vielleicht auch nur ein Pack-Event, aber auf jeden Fall hat da EA schon mal was ganz Gutes rausgeballert und das ist auch sehr, sehr interessant. Was auch geil ist, was ich euch auch nochmal so sagen kann, Juventus Turin ist wieder zurück in FIFA Mobile, generell auch in FIFA, mit dem normalen Logo und allem möglichen Zeug, denn Juventus Turin hat jetzt auch wieder hier, gibt auch wieder die Rechte an EA und alles mögliche, das heißt, wenn wir ja jetzt schauen bei Juventus Turin, wenn man sich das Ganze mal anschaut, Teams, Serie A, Juventus Turin, wo haben wir's? Juve, hier Piemonte Calcio heißen die, ja, die heißen ja nur Piemonte Calcio, und aber jeder weiß, dass es halt Juventus Turin ist, aber jetzt haben sie auch wieder die Rechte an EA gegeben, dass sie auch wieder Juventus Turin sind mit dem wirklichen Juventus Turin Logo. Genau, so sieht's aus und das, ihr seht ja hier, ist nicht das wahre ja, Juventus Turin Logo, sondern es ist einfach Piemonte Calcio heißen die. Ja, daran liegt's, es liegt einfach an den ja, verschiedenen Lizenzen und ja, für die Mannschaft Bergamo hat ja auch die Lizenzen nicht mehr an EA gegeben und so und daran ja, liegt's und jetzt sind sie aber wieder da. Das heißt, ab FIFA Mobile 23 heißen die wahrscheinlich wieder einfach nur Juventus Turin. Okay, Leute, das soll's gewesen sein vom heutigen Video. Seid gerne morgen im Livestream dabei, Leute. Wird wild, seid dabei. Bis zum nächsten Mal, ja, und tschüss.